Grüß dich. Ich habe mal einen schönen Wintertag die Eiskristalle gesehen, wie die Sonne draufgefallen ist und die haben mir ein bisschen zum Trachten gebracht. Wenn du bei einer Geburt nach dem ganzen Plagen das Kind streicheln darfst und umdrehen, ist es so friedlich und feuerlieb, es konnte nichts Schönes geben. Es war eines von den innigsten Erlebnissen in meinem Leben. Wenn jemand, den du gern magst, zu dir herkommt und dich einfach so in die Arme nimmt, wenn du spürst, wie sein Wärme auf dich übergeht, dann meint man, dass man in dem Moment auf einer Wolke steht. Das Gefühl, wenn du gern auf die Berge aufgehst und dann oben auf einem einsamen Gipfel stehst, bedeutet jeder Leute, der sowas Schönes nicht kennt, das Miteinanderleben ist ein seltener Moment. Bald du die Hand fällt beim Hebst, der das letzte Mal die Augen schließt und dir das Wasser in die Augen schießt, wenn du das Gefühl hast, dass er in Frieden geht und hoffst, dass die Arme jemand zur Seite steht. Die Gedanken kommen mir beim Wandern von Rummelhof und Kreis entlang nach Grandern, wird Sonnenstrahlen auf den Raureif fallen und die Schneekristalle wie Diamanten streuen. Ein Jetzt-Kristall ist anders, wie wir Menschen auch. War nicht gut, weil das einmal nicht so war. Die Welt wahrnehmen, ein wenig mehr lieb war fein, wir sollten alle miteinander nur ein wenig aufmerksamer sein. Alles ist vergänglich, heb nicht lang an. Ich weiß, dass ich die Kristalle auch nicht mitnehmen kann. Die schönen Bilder musst du in dein Herz aufnehmen. Weil du weißt, es wirst nicht so schnell wiederkommen. Weil das Leben solche Momente schenkt, musst du wach sein. Ist schneller viel, als wenn man denkt, du hast in dein Herz aufgehalten. Lass aber das Ziel offen, dann kannst du davon was herschenken, das darf ich hoffen. Für dich.